Zauberberg und das Berg. Zeitlöcher, wo die Zeit stillzustehen scheint. Merkwürdige Phänomene. Das und noch viel mehr wollen wir heute besprechen mit einem Experten dieser Dinge, der seit über 40 Jahren am Untersberg lebt, geforscht hat und Erfahrungen gemacht hat. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, der magische Untersberg im Salzburger Land, ein schier unerschöpfliches Thema, und heute mit einem wahren Experten, mit Herrn Pfarrer Herbert Josef Schmatzberger aus Großgemein, Marienwallfahrtsort am Fuße des Untersbergs, der seit über 40 Jahren dort wirkt und auf den sich viele immer wieder bezogen haben, die auch Bücher veröffentlicht haben. Herzlich willkommen, lieber Herbert. Grüß Gott, grüß Gott. Herbert, wir haben ganz viel zu besprechen. Womit fangen wir an beim Untersberg? Fangen wir an mit Kaiser Karl? Fangen wir an mit den Zeitlöchern? Fangen wir an mit deiner Andacht, die du beim Kaiser Karl Monument im August immer machst? Wo sollen wir anfangen beim Untersberg? Bei deiner Untersberg-Wallfahrt? Du, ich würde mit Ernst Bloch anfangen. Aha, mit dem Philosophen. Mit dem Philosophen, ja. Weil es interessant ist. Und zwar Ilse Eichinger war eine der berühmtesten Schriftstellerinnen mit unendlich vielen Preisen und Anerkennung, lebt immer noch. Und die ist in den 60er Jahren nach Großgemein gezogen von Frankfurt. Ilse Eichinger hat in Großgemein am Untersberg gewohnt? Ja, ja, lange Zeit sogar. Und wie sie von Frankfurt her übersiedelt ist, schildert sie, wie sie abends todmüde dann da sitzt, so wie wir jetzt, aber nicht todmüde natürlich. Und da ist ein Berg von Büchern. Und dann geht sie her und zieht ein Buch noch heraus und sieht, es ist von Ernst Bloch, und schlägt dieses Buch auf. Und genau zu dieser Erzählung, wo Ernst Bloch, der große Philosoph, der Weltbekannte, schildert, wie ein gewisser Michael Holzöcker aus Großgemein im Untersberg verschwindet und nicht mehr rauskommt. Und nachdem er nach 14 Tagen immer noch nicht da ist, halten dann die Leute ein Requiem in der Kirche, also eine Totenmesse für ihn. Und plötzlich geht die Tür auf und der Holzöcker kommt herein und sagt, was ist denn da los, wer ist denn da gestorben? Und sie sagen, ja, für dich machen wir das. Und er ist ganz verwundert, er hat nämlich geglaubt, er war nur ein paar Stunden im Untersberg und in Wirklichkeit war er eben wochenlang drinnen. Und das verbreitet, also verarbeitet auch die Ilse Eichinger in vielen ihrer Geschichten immer wieder, wo sie immer wieder den Michael Holzöcker begegnet, im Wald und auf den Wiesen und auf den Bergen, und so ihre Geschichten zum Teil auch schreibt über diesen Mann. Ich wollte es nur deshalb sagen. Das gibt mir Gänsehaut. Ich wusste nicht, dass Ernst Bloch darüber geschrieben hat und Ilse Eichinger. Wann ist das geschehen? Oder wann soll das geschehen sein ungefähr? 1963. Ist sogar ganz. Ja, aber klar. Der Holzöcker, wann ist der verschwunden? Also das war 1730, also im 18. Jahrhundert ist der verschwunden. Und das ist ja schon ein Phänomen vom Untersberg, dass Leute immer wieder nicht nur verschwinden, sondern die Zeitlöcher besagen, die Leute können die Zeit nicht einschätzen, in der sie drinnen waren. Es glaubt zum Beispiel jemand, er war eine Stunde drinnen, in Wirklichkeit waren es 3 Wochen. Und da gibt es eine Menge solcher Begebenheiten, die immer wieder also erzählt werden, bis zur heutigen Zeit. Angeblich waren ja mal 3 Münchner vor einigen Jahrzehnten auch im Untersberg und sind dann irgendwo im Roten Meer wieder aufgetaucht, hat es geheißen. In Wirklichkeit haben sie aber auch die Zeitlöcher besucht, wobei es heißt, die Zeitlöcher sind sektorenweise sehr abgestuft. In einem Bereich zum Beispiel ist ein Jahr ein Monat, in einem anderen kann ein Jahr eine Woche sein. Also es zeigt irgendwie die Relativität der Zeit auf. Weil du Relativität sagst, das erinnert natürlich an Einsteinsche Relativitätstheorie, die ganz grob besagt, wenn jemand hier ist, altert er normal, und wenn sein Zwillingsbruder in einer mit Lichtgeschwindigkeit durchs Weltall saust und er ist nur eine Woche für ihn subjektiv unterwegs, er kommt zurück, dann ist sein Zwillingsbruder hier schon 100 Jahre alt. Also das heißt, der Untersberg scheint so eine Art Relativitätsmaschine zu sein. Ja, nicht nur das, er ist überhaupt, glaube ich, ein Kristallisationspunkt für vielerlei. Die einen sehen eben die Zeit stillstehen im Untersberg,
Die anderen sehen wieder UFOs aus- und einfliegen. Dann was? Sehen wieder. Ja, habe ich noch nicht gehört. Also, ich habe Kaiser Karl gehört, UFOs jetzt noch nicht. Das hast du mir bisher noch nie verraten. Ja, ich habe es auch noch nie gesehen. Ich musste jetzt erst. Aber zum Beispiel eine bekannte Rundfunksprecherin, die Gerti Bahner, wenn ich da einen Vortrag gehalten habe, ist immer aufgestanden und hat gesagt: Herr Pfarrer, ich sehe da die UFOs aus- und einfliegen. Das haben mir viele schon erzählt. Also, das kommt nicht von mir. Andere sehen wieder die Untersberger aus- und einmarschieren zum mütterlichen Gottes. Also, es gibt vieles. Und vieles ist natürlich wahrscheinlich Fantasie. Aber es kann nicht alles Fantasie sein, was ernstzunehmende, nüchterne, rationale Leute berichten und sehen. Also das ist eben die Zeitverschiebung einmal ein Phänomen. Dann sind die UFOs ein Phänomen. Dann ist besonders viele Monarchien, also Aristokraten, würde ich sagen, ja, noch, die noch an die Kaiseridee glauben und so weiter, die sehen wieder den Kaiser Karl drin wohnen. Bevor wir zum Kaiser Karl kommen, da will ich dann schon noch näher drauf eingehen. Du hattest kurz erwähnt, dass die Untersberger zu einer Christmette oder so ausziehen. Erzähl doch mal, was da die Erzählung, die Geschichte dahinter ist. Naja, das sind also für mich Erzählungen, die sehr einen schwachen Wahrheitsgehalt haben, auch wenn es von verschiedensten Leuten verbürgt sind. Ne? Ja. Zum Beispiel hat Walter Bauer erzählt, dass sein Vater sei einmal zur Christmette mit einem anderen Bauern vom Berg gegangen und haben damals hat's die Uhr noch nicht so gegeben und haben sie in der Zeit verschaut. Und wie sie dann reinkommen in die Kirche, sehen sie die Kirche hell beleuchtet, die Kirche von Großgmain, und wird ein feierlicher Gottesdienst gefeiert. Jetzt sehen sie, sind ja die Untersberger, die Verstorbenen, und so sehen sie da drin wieder. Jetzt haben sie den dann herum hinter einem Baum, hinter der Linde versteckt. Und wie die alle rausgezogen sind, Schlag 12, haben sie viele Bekannte wieder getroffen und plötzlich war der ganze Spuk also verschwunden und vorbei, und sie sind dann zur Christmette rein, haben wieder normal gefeiert. Das ist also eine der Geschichten, dass zur Christmettenzeit die Untersberger, die Geister, die Verstorbenen, die im Untersberg wohnen, zu einer der Kirchen, zum Beispiel Großgmain, ziehen. Was hat es nun mit Kaiser Karl auf sich? Es soll ja sowohl Kaiser Karl, manche sagen ja sogar Friedrich Barbarossa da drin sitzen. Was ist da der Hintergrund, der mythische? Naja, es ist schon sehr interessant, und das hat mich eigentlich am meisten fasziniert von Kaiser Karl, nämlich die Mythe. Also ein Mythos ist ja mehr wie eine Erzählung oder wie eine Fabel, sondern hat ja einen Hintergrund, zum Teil historisch, zum Teil eben nur überliefert. Und die Mythe vom Kaiser Karl, die sagt einfach, dass dieser Kaiser, der eigentlich, er war der erste Kaiser Europas, der also regiert hat um 800, und wie sein Biograf eben uns berichtet, war er so der sogenannte erste Europäer. Ja. Und deshalb ist der Europagedanke sehr eng mit ihm immer verbunden gewesen und ist bis heute noch verbunden. Und es heißt ja, dieser Kaiser Karl wäre in den Untersberg entrückt worden und würde dort drin schlafen oder ruhen, bis die Endschlacht anbricht. Und dann würde er als Sieger hervorgehen, und zwar am Walserfeld bei Salzburg bezeichnet ist der Ort, da steht ein alter Birnbaum, verstümmelt und verdorrt, und dort würde die letzte Schlacht stattfinden. Die Schlacht hat, eine ganz große Schlacht, stattgefunden, genau 1000 Jahre nach dem Kaiser Karl, nämlich 1000. Unter Napoleon, nicht? 1800 unter Napoleon war eine riesige Schlacht, und damals war man eben der Meinung, das wäre jetzt die Endschlacht. Und in dieser Endschlacht heißt es ja, der Held des Westens würde den Sieg davontragen und würde eben die dunklen Feinde eben besiegen können. Und dann würde eine Zeit des Friedens anbrechen, eine Zeit der Religionsfreiheit, eine Zeit der Menschenwürde. Es würde jeder eigentlich ein Kaiser sein. Im Grunde ist diese Mythologie ist eine durch und durch christliche Mythologie, nämlich die Wiederherstellung einer positiven Welt am Ende der Zeiten, die Wiederherstellung der Menschenwürde. Eine Art himmlisches Jerusalem? Könnte man auch sagen, jedenfalls wo der große Frieden, und ich meine, solche Mythen erhalten sich im Laufe der Zeit hinter den Völkern, und die sind auch wichtig, dass die Menschen die Hoffnung nicht verlieren. Nicht? Im Grunde ist es eine gewisse Übersetzung auch der Bibel, würde ich sagen, was ja auch heißt, am Endzeit würde Christus kommen und würde sein Reich herstellen. Also das sind immer wieder in verschiedenen Abwandlungen diese Aussagen, die den Menschen Hoffnung schenken. Wer diese hoffnungsvolle Theologie, Ideologie, Religion nicht da, wird mehr alle zugrunde gehen wahrscheinlich. Denn wir müssen innerlich Hoffnung tragen, damit die Hoffnung auch sich manifestieren kann in der Welt. In Fürstenbrunn, das ist am Fuße des Untersberg an einer etwas anderen Stelle, gibt es ja so ein Marmordenkmal mit dem so halb sitzenden, halb schlafenden
Kaiser Karl mit einem großen marmornen Tisch, ihm auf der Schulter sitzt, wenn ich mich richtig erinnere, ein Rabe. Und dort hältst du ja im dritten Drittel des August meistens eine Andacht, eine kleine Messe oder eine Andacht. Da hat sich das ja verdinglicht, da wurde das ja, das erhält sich also heute noch. Teilweise ist ja auch der... Der Kaiserenkel ist teilweise ab und zu dabei, der Habsburger Kaiserenkel war mit dabei. Was sich heute um den Untersberg ergibt, ist ja sowieso phänomenal und vieles ist wahrscheinlich hoch unsinnig, bin ich auch überzeugt. Aber es ist doch ein gewisser Wahrheitsgehalt in vielen Sachen dahinter. Und für mich ist schon so interessant, die Menschen, die sich dort treffen. Also die kommen aus allen Schichten, aus allen Bereichen. Und es ist einfach, und auch die Geschichten, die darüber erzählt worden sind, eben zum Teil wirklich abenteuerlich. Und mich, und es gibt, der Untersberg ist ein starker Kraftplatz auch, nicht? Er ist nicht nur mythologisch besetzt, sondern auch als Kraftplatz. Zum Beispiel war, ich glaube, das war 1988, war in München der Urania-Kongress. Da sind Schamanen aus aller Welt, von den Aborigines bis zu den Indianern, Nord- und Südamerika versammelt gewesen. Und die sind einmal nach Salzburg gekommen und haben gesagt, in diesem Untersberg würde eine Kraft des Drachen, eines Drachen ruhen. Und wir haben heute noch am Untersberg das Drachenloch zum Beispiel. Und von Dalai Lama wird gesagt, angeblich hätte er erklärt, der Untersberg wäre das Herzchakra Europas oder unseres ganzen Planeten. Wobei russische mediale Menschen, wenn wir sagen, der Untersberg ist zwar das Herzchakra, aber das ist ein Herz aus Stein, während ihm die Seele Europas wäre Russland. Und das ist für mich eigentlich sehr was Einsichtiges und auch Glaubwürdiges. Aber es tut sich einfach so vieles um diesen Berg. Wir halten im Jahr am 19. August im Kastorf Estra, wo dieser große Kaiser Karl in Stein, halten wir diesen Gottesdienst, wo wir eben an diese, nicht nur erinnern wollen an diese Begebenheiten, sondern wir wollen auch mithelfen, dass sich etwas weiterentwickelt. Man darf ja nicht vergessen, der Untersberg ist ja nicht nur ein mythologischer, sondern auch ein mystischer Berg. Ich habe zum Beispiel im Sommer bei einer Schauspielerin mit einem Kameramann da gehabt, die ist am Untersberg gegangen. Ich habe eher Angst gehabt, dass nicht oben was passiert. Eine Woche lang waren die oben. Ist ihnen aber Gott sei Dank nichts passiert durch Unwetter und so. Wie es runtergekommen ist, die war erst so ein Mensch mit wenig Glauben, hat gesagt, du, jetzt bin ich ein gläubiger Mensch geworden. Ich habe Erlebnisse gehabt mit Maria, mit Jesus. Ich bin wie neugeboren, ich bin ganz anders jetzt. Ach. Und das ist nämlich auch... Und das ist aber letztes Jahr ja erst gewesen. Das war letzten Sommer zum Beispiel. Ja. 2000, Sommer und, 2015. Und solche Ereignisse tun sich auch immer wieder kommen. Also, und das ist ja modern und frisch und neu und nicht alte Farbe. Das ist nicht von Michael Holzöcker oder so, sondern das ist ganz modern. Und ich habe überhaupt eigentlich keine Zuneigung gehabt früher zum Untersberg. Wenn ich in der Früh wach war, habe ich beim Fenster rausgeschaut, wie so ein Steinklotz ist da plötzlich vor meinem Zimmer gestanden. Und ich denke, um Gottes Willen, wie lange muss ich es vor diesem Berg aushalten? Ne? Und habe es mein Leben lang aushalten müssen. Und habe eigentlich immer mehr und mehr Zugang gefunden und bin einfach fasziniert, die verschiedensten Menschengruppen, wie verschieden die Zugänge sind und was die alles erleben. Und bin jetzt eigentlich schon ein Untersberg-Fan geworden. Lieben tue ihn immer noch nicht, aber er fordert mich heraus, würde ich sagen. Ja. Es ist einfach eine Herausforderung, die mich immer wieder zu neuen Erkenntnissen führt. Du hast ja in deinem Marienheilgarten eine Acht. Und in einem Brennpunkt ist die Maria Sophia, im anderen ist der Untersbergstein, um den herum sich 14 kleinere Steinbrocken sind, die die Kirchen symbolisieren. Und du machst vor dem 15. August, vor Maria Himmelfahrt, einmal eine ganztägige, 8 oder 10 oder 12 Stunden lang dauernde Untersberg-Wallfahrt zu Fuß rund um den Untersberg. Das heißt, du erfährst oder erläufst ihn dir ja auch tatsächlich. Schon, ja, das ist wirklich fast ein Erlaufen, weil es sind fast 50 Kilometer, die wir da im Tag umrunden. Und es ist vielleicht interessant, dass auf der anderen Seite von Untersberg, also im Süden, da ist die sogenannte Ihlmayr-Madonna in der Almbachklamm drin. Und bei uns ist unsere Sophia Maria in der Großmainer Gegend. Die uns ähnlich aussehen, finde ich, von der Ausstrahlung her sehr ähnlich sind. Die ähnlich aussehen und die auch gleich große Kraftplätze sind. Die sind beide so unheimlich stark mit fast 100.000 Bovis-Einheiten auf dieser Seite und auf der anderen Seite drüben. Und auf der anderen Seite, wo diese Ihlmayr-Madonna steht, da war ein riesiges Unwetter, das war glaube ich in den 90er Jahren, da ist die ganze Klamm zerstört worden, wirklich zerstört, man konnte es nicht mehr begehen, nur die Madonna ist stehen geblieben.
Und von dieser Madonna geht eine unheimliche Ausstrahlung aus. Und das ist eben, wie gesagt, auch ein ganz großer Kraftort. Und da sind besonders jetzt unsere Alpenschamanen, die diese Kraftorte wieder erkunden am Untersberg. Also ich bin kein Alpenschamane, aber ich schätze sie sehr, weil sie sehr naturverbunden arbeiten und eben die Menschen auch darauf hinweisen, was der Untersberg nicht nur ein totes Gestein ist, sondern ein lebendiger Organismus. Ja. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aussage, dass eben alles mit allem verbunden ist und dass letztlich alles von Gottes lebendigen Geist erfüllt ist. Du hast gerade gesprochen über diese Polarität zwischen der Maria Sophia in Großgemeinde Marienheilgarten und der Irrmeier Madonna in der Almbachklamm. Es gibt da noch eine andere Nord-Süd sozusagen Polarität, nämlich der Untersberg hier und der Uluru in Australien, dieser große, ich sag mal, Zauberberg. Die beiden werden ja auch häufig in Verbindung gebracht. Die Christine Czerny hat mir auch mal gesagt, du bist ja hier genau am Drachenhaupt, weil wir in Arnef waren, da sieht man den Untersberg nicht als langen Berg, der da ist, sondern man sieht ihn fast wie eine Pyramide. Und die sagte immer, als Gegenpol ist zum Untersberg der Uluru in Australien. Hast du davon auch mal gehört? Ja, das hört man oft. Ich habe auch schon also Literatur gesehen von Amerika zum Beispiel, wo auch der Heilige Berg bei den Hopis mit dem Untersberg verbunden sind. Ganz interessant. Und ich würde es gar nicht so als Polarität bezeichnen, sondern einfach als eine Einheit. Das hängt alles Kraftachse. Mit Kraftachse, vielleicht hätte ich statt Polarität sagen sollen Kraftachse. Ja, genau. Es ist ja nicht so entscheidend. Aber grundsätzlich, glaube ich, hängt das alles zusammen. Natürlich spricht man von dem anderen Pol, nicht? Das ist schon klar. Schon der Bischof Virgil hat ja schon gesagt, also auf der anderen Seite der Erde, am anderen Pol, würden auch Menschen leben in Australien, nicht? Und da ist das ja hat Virgil schon. Virgil ist doch einer der Gründer von Salzburg. Ja, der hat vor 800 noch gelebt, nicht? Das war dem schon bekannt. Der hat zur Zeit des Bonifatius gelebt. Er hatte anders, der hat nicht gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Nein, der hat schon gewusst, dass die Erde eine Kugel ist, nicht? Damals schon. Das ist aber erstaunlich. Ja, weil das halt nicht geschrieben wird. Aber der ist in Rom sogar denunziert worden von Bonifatius, weil er gesagt hat, wenn die Erde eine Kugel ist und dort auch Menschen leben, dann können ja nicht alle von Adam und Eva abstammen, sondern da gibt es mehrere Abstammungen. Und Rom hat das nicht entschieden, aber der Bonifatius hat sich fürchterlich geärgert, dass Virgil solche Thesen verbreitet. Nicht? Weil wir beim Virgil sind und bei Salzburg kommt man natürlich nicht umhin, auch an die Kirche, katholische Kirche zu denken und da an die spirituelle Seite. Es ist ja interessant, es werden nicht viele Menschen wissen, du weißt es natürlich und ich bitte dich da auch noch um einen Kommentar. Die ersten Christen in Salzburg haben sich bezeichnet als Menschen, die die Religion des Lichts Nestorianer, die Religion des Lichtes praktiziert haben. Die haben das also nicht dogmatisch, kanonisch, eng, vatikanisch gesehen, sondern als ein lebendiges, lichtvolles Sein. Ja, du hast das, glaube ich, ein bisschen aber jetzt verwechselt. Also die Salzburger Christen waren ja keltisch bei einem. Virgil ist also von den Kelten, also von den Iren kommen. Ja. Und die Iren haben noch sehr die keltische Religiosität ja weiter bewahrt und auch weiter verbreitet, was mit dem Christentum verbunden war. Aber die Religion des Lichtes waren eigentlich die chinesischen Christen. Und das weiß man heute nicht seit allzu langer Zeit, also im 4., 5. Jahrhundert schon in Teilen Chinas das Christentum verankert war. Und da wurden aber sie von den sogenannten Nestorianern. Ja, ich sag, waren ja auch Christen. Ja, ja. Das waren nur gewisse verschiedene Glaubensunterschiede. Ich meinte gelesen zu haben, dass die auch nach Salzburg gekommen sind. Das weiß ich nicht. Vom Neuhart oder bei einem von den Großen. Aber gut. Aber das wollen wir uns jetzt nicht dialogisch zu sehr auseinandersetzen, damit es nicht langweilig wird für unsere Zuhörer. Auf jeden Fall ist es interessant, was du sagst. Und es ist überhaupt interessant, was den Untersberg betrifft. Und das gibt es ja noch zum Beispiel den Köberle, nicht, der im Untersberg öfter drinnen war, oder den Lex, der als Bub schon im Untersberg drinnen war, oder den Irlmeier, nicht, von dem die Madonna stammt, im Untersberg. Irlmeier ist der berühmte Brunnensucher, der Pendler, der Routengänger. Und Seher auch, der die Schau gehabt hat, der prophetische oder visionäre Schau gehabt hat. Er hat war Freilassinger und hat besonders nach dem Krieg immer gesehen, aufgrund von Bildern, ob der Vermisste wieder heimkommt, ob der schon noch lebt oder schon gefallen ist und so weiter, und wurde dort dadurch sehr geschätzt und verehrt. Und dem wurde dann diese eine Madonna geschenkt, die dann der Köberle in der Almbachklamm dann aufgestellt hat. Also es hängt im Grund wieder vieles miteinander zusammen. Und ja,
Du hast vorhin gesagt, mit der Zeit hast du dich, weil du auch so lange dort gewohnt hast und nach wie vor wohnst, immer tiefer in die Ausstrahlung des Berges eingestiegen, aber er sei immer noch eine Herausforderung für dich. Und das scheint mir jetzt ein interessanter Punkt zu sein, inwieweit eventuell dieser Untersberg auch als Herausforderung der Materie, des Stoffes und der Relativität, wo sich Zeit aufhebt und Räume und Orte aufheben, inwieweit der eine Herausforderung dafür ist, dass man zum wahrhaft Spirituellen, zum Geistigen, zum Göttlichen, zum Lichtvollen, zu dem durchdringt oder sich öffnet, was das transzendiert. Weil ich kann ja nicht nur an der Materie hängen bleiben. Naja, ich meine, die Untersbergwelt ist eine sehr geistige Welt. Aber ich glaube, der Untersberg ist in erster Linie auch ein Barometer. Er zeigt etwas an, was in der Welt geschieht. Und deshalb ist es so wichtig für mich, dass der Untersberg auch von der Natur her ökologisch reingehalten wird, dass er nicht zerstört wird und verwüstet wird. Denn all das, was sich am Untersberg begibt, geschieht auch in der großen Welt. Sei es Überschwemmungen, damals in der Almbachklamm, dann hat es weltweit Überschwemmungen gegeben. Sei es Naturkatastrophen wie Stürme, hat es auch im Untersberg schon gegeben. Und ich glaube, solange der erhalten bleibt, so wie die Hopis an ihrem Berg sagen, oder die Australier an ihrem Berg und so weiter, so glaube ich, haben wir noch Hoffnung, weil das ist so ein Akupunkturpunkt, der einfach wieder aufbauen und Energie neu schaffen kann. Und deshalb ist es so wichtig, den Untersberg eben in dieser Form reinzuhalten und vor Beschädigungen, vor Verwüstungen, vor Umweltverwüstungen zu schützen. Und das Geistige hängt dann mit den Materiellen zusammen. In einem gesunden Körper heißt es auch ein gesunder Geist. Und auch in einem gesunden Berg kann sich eben ein Kollektiv, ein gesundes Bewusstsein wiederentwickeln, weltweit, könnte ich mir vorstellen. Möge sich, das hoffen wir. Hoffen wir jedenfalls. Mens sano in corpore sano esto. Es möge sich. Es möge sein, ja. Man hofft darauf. Aber interessant ist auch, dass ein Stückchen Untersberg relativ weit hinausgewandert ist an verschiedene Orte. Es gibt nämlich Untersberg Marmor, der eine bestimmte, sehr schöne, rötliche Färbung hat. Und meinst du das vielleicht auch ein Stück, wo immer dieser Marmor dann hingeschafft worden ist, um verarbeitet zu werden, dass da sich auch etwas von dieser Schwingung mitteilt? Ja, zu hoffen ist es nur. Es gibt ja viele Kirchen in Europa, die mit Untersbergmarmor. Das meinte ich. Also aber es gibt auch viele Kanonenkugeln, die mit Untersbergmarmor. Ja, tatsächlich? Denn die Schiffe haben ja immer, es gibt ja die Kugelmühlen auch am Untersberg, nur mehr zwei in der Almbachklamm und in Fürstenbrunn. Da hat man Marmorsteine, gibt man in so eine Art Mühle rein und das Wasser schleift die ab, sodass dann Kugeln entstehen. Und die früheren Seeleute haben die gern als Fracht mitgenommen, die Schiffe zur Beschwerung der Schiffe, dass sie einen großen Tiefgang hatten und dem Sturm leichter widerstehen konnten. Wenn sie ihre Raubzüge, aber nicht nur Raubzüge, nach Südamerika und so gemacht haben, haben sie als Fracht, wenn sie ja oft leer rübergefahren sind, also Kugeln mitgenommen. Und zwar sehr viele Kugeln vom Untersberger Marmor, Marmorkugeln. Die nicht nur als Waffen natürlich, aber auch als Schmuck und Gegenstände auch so eingesetzt wurde. Heute kann man es noch kaufen mit der Kugel in der Almbachklamm drinnen. Diese Marmorkugeln kann man sehen, wie sie gemacht werden. Und ja. Interessant. Was weiß man über die keltische, was weiß man über die römische Kultur rund um den Untersberg? Das sind zum Großteil Vermutungen, denn es gibt ja keine schriftlichen Aufzeichnungen. Aber man ist jetzt doch auch dabei, immer mehr zurückzuforschen. Und dort entdeckt man keltische, also Kraftplätze, wie auch germanische Kraftplätze. Aber das ist ein weites Feld, da möchte ich mich gar nicht einlassen und nicht gut mit denen und jenen. Da sind die Illuminaten, da sind die Kelten da, da sind von der Thule gesehen. Also es gibt so vieles, was auch na gut, aber römische Münzen hat man ja gefunden, zum Beispiel am Weg von, nach Glanegg rüber. Nicht? Da waren römische Münzen. Am Weg rüber von, von Großgemein nach Glanegg, an dieser schmalen, gewundenen Straße, die sich da beim Latschenwirt vorbeizieht. Genau. Da hat man ja römische Münzen gefunden. Die Römer waren da, die waren auch gegenüber da am Hügel, am Wein gepflanzt und alles. Also, dass die Römer und da waren. War da nicht auch ein römischer Tempel? Ja, vielleicht. Wie hieß nochmal, im Moment komme ich nicht aber auf den Begriff. Aber waren die Römer ja sowieso in Juvavum hat er die Stadt geheißen, nicht? Und da waren auch schon viele Christen da. Es ist ja nicht so, dass der Robertus erst kommen wäre, um das Christentum nach Salzburg zu bringen, sondern das haben ja schon die Römer überliefert gehabt. Im 3., 4. Jahrhundert waren ja da überall schon die Christen. Das ist heute alles in Vergessenheit geraten, kommt allmählich wieder ins Bewusstsein.
ist wahrscheinlich nicht lebensnotwendig, aber doch recht interessant. Und es hat sich immer wieder alles um den Untersberg abgespielt. Und ich bin überzeugt, wenn ich da jetzt sowas sage in Leipzig, dass das gar nicht so verstanden wird wie rund um den Untersberg. Denn da sammeln sich einfach Leute, die ein ganz anderes, zum Teil Bewusstsein und Verständnis haben, als wir irgendwelche Norddeutsche oder Süditaliener oder so, könnte ich mir denken. Das ist ja interessant. Na, wir hoffen aber sehr, dass auch viele andere, auch aus Norddeutschland, aus Thüringen und Sachsen und Sachsen-Anhalt und Mecklenburg und Brandenburg. Sie müssen aber und kommen und sich dann kommen auch gern her. Also es ist ja interessant, in den Heilgarten, und da kommen ja von weit und breit die Menschen. Ja. Von Wien bis Berlin und Hamburg und Zürich. Ist der Viktor Schauberger eigentlich auch aus der Ecke gewesen vom Untersberg? Nein, der Schauberger war steirisch und oberösterreichisch, der Oberförster, der sich mit diesen Dingen ja beschäftigt. Der sich auch mit diesen Strudeln und mit diesen ganzen Wasserverwirbelungen und so weiter befasst hat. Inklusionsmotor und all dessen, ja. Wenn man sich überlegt, was würdest du sagen, selbst der unselige Adolf Hitler hat sich ja oben da auf seinem Adlershorst oder wie auch immer das heißt, das Kelheimhaus, der hat sich ja so hingebaut, dass er von diesem Mythos ein bisschen noch Nahrung ziehen wollte. Er hat sich ja als der neue Kaiser Karl gesehen, nicht? Und ich sage in Berchtesgaden, dann sage ich immer, der Hitler ist ja nicht aus Liebe zu euch dorthin gezogen, sondern weil der Untersberg eben vor seinen Nasen war. Und die Nationalsozialisten haben ja sehr mythologisch gearbeitet. Und weil er hat ja runtergeschaut auf den Untersberg. Er war ja höher, wenn ich mich nicht täusche, oder nicht? Sagen wir, er hat rüber geschaut. Oder eigentlich rüber geschaut. Also rüber geschaut hat auf alle Fälle auf den Untersberg. Angeblich war sein Zimmer so ausgerichtet und sein Fenster, dass er da rüber schauen konnte. Und da ist einmal ein Bericht, der alte Fürstin, eine ungarische, war gerade oben. Da war ein heftiges Gewitter, ein ganz schreckliches. Und dann hätte sie zu ihm gesagt, also Herr Führer oder wie es ihn genannt hat, oder Adolf, also heute dürften Sie keinen Krieg beginnen, das bedeutet den Untergang. Und dann zu er gesagt haben, leider ist der Krieg gerade begonnen worden, nämlich der Einmarsch in Polen, dieser Überfall da in Polen. Ich kann nicht mehr zurück. Also ob das historisch belegbar ist, weiß ich nicht, aber es wird jedenfalls tradiert. Und sicherlich ist das, also, dass die Nazis sehr vieles um den Untersberg erforscht haben und dass für die ein ganz wichtiger Berg es war und dass sie ihn besonders für ihre Mythologie missbraucht haben. Das darf man auch nicht vergessen. Genau, und wenn wir jetzt sozusagen ein bisschen in unsere Zeit schauen und es positiv oder konstruktiv, kreativ anschauen, was würdest du sagen, was können Menschen, die als einfache Wanderer dahin kommen, vom Untersberg Nutzen ziehen, was Menschen, die vielleicht Mythen auf der Spur sind, was Menschen, die spürig oder gefühlig sind? Ja, einfache Wanderer können sicher die Natur genießen und den Ausblick oben vom Berg runter. Und viele andere, die aus einem gewissen Impetus kommen, aus Neugier oder so weiter, die werden so manches erleben können, das man aber nicht hervorsehbar ist, sondern das ist eben gerade das Großartige, dass Sachen geschehen, die menschlich nicht berechenbar sind, die nicht unserer Logik entsprechen, wie eben diese Bekehrung da unserer Schauspielerin, wo ich gerade erzählt habe. Und so gibt es immer wieder Menschen, die, ja, ich würde fast sagen, Woche für Woche zu mir kommen und mir Erlebnisse erzählen, die sie am oder im oder am Fuße des Untersberg eben erlebt haben. Vieles wird vielleicht Fantasie sein, aber sicherlich auch so manches stimmig und wahr und Tatsache. Naja gut, selbst wenn es Fantasie ist, es ist ja dann immerhin noch eine subjektive Realität. Das ist so ein bisschen wie mit dem Traum. Ist ein Traum Realität oder nicht? Es kann für mich eine psychische Realität sein. Aber ich bin dann immer sehr vorsichtig, wenn ich halt, mei, da ist mir jetzt ein Mann begegnet, so einen alten Rucksack angehabt, umgehabt noch und so einen alten Janker. Das muss einer gewesen sein, der noch Untersberg lebt. Und so Storys höre ich jetzt auch sehr oft. Und darum bin ich da eher immer vorsichtig, um nicht da diese Mentalität oder diese Euphorie noch zu steigern und zu fördern. Aber es reicht mir das, was... Nicht verrennen, damit man den nicht verrennt in irgendwelche Projektionen. Es gibt ja die Projektion. Abstrusesten Aussagen und Berichte, gibt es halt leider auch. Wann wird es von dir ein Buch über den Untersberg geben, lieber Herbert? Da muss ich wahrscheinlich sehr, sehr lang oder ewig leben, damit es sowas gibt. Aber ich möchte über den Marienheilgarten jetzt was rausbringen. Und da habe ich einmal schon. Aber dann wirst du doch über den Untersberg einen Teil rausgeben. Ja, also ich werde jetzt so bandweise. Ich habe ja vor 20 Jahren gesagt, ich schreibe was über den Untersberg. Mittlerweile, glaube ich, gibt es ein Dutzend oder mehr Bücher. Ja, aber wir wollen lieber von dir was lesen. Ja, aber man kann auch im Hintergrund treten. Die anderen haben ja auch sehr viel von mir. Schau, wie ein Franz von Assisi, der hat auch nichts geschrieben. Und alle großen Künstler und alle Musiker und alles haben seine Dinge also weiter verbreitet. Und so fühle ich mich auch ein bisschen so halt dann.
Herbert, ich möchte noch am Schluss unseres Gesprächs auf einen Punkt eingehen, den wir gar nicht angesprochen haben. Du hast seit über 10 Jahren, 12 Jahren, vielleicht noch etwas länger, die Untersberg Akademie ins Leben gerufen, zusammen mit der bereits vorher bestehenden Paulus-Gesellschaft. Die Untersberg Akademie macht was? Denn du wirst ja, nachdem du jetzt nicht mehr regelmäßig Messen hältst, wirst du dich ja der Untersberg Akademie und den Anliegen mehr widmen. Ihr hattet vor kurzem im Wimmer den früheren Staatssekretär zu wichtigen Themen da. Was ist die Untersberg Akademie? Welchen Themen, welchen Dingen willst du dich da widmen? Was möchtest du anbieten? Die Untersberg Akademie ist erstens einmal heißt der Name vom Untersberg, das ist schon wichtig. Das heißt aber nicht, dass er sich nur mit Untersberg beschäftigen würde. Natürlich geht sie diesen Themen nach, aber sie ist eigentlich eine Akademie, die die Religion mit der Welt verbinden möchte. Oder man könnte sagen, das Christentum mit den anderen Religionen. Und das ist ein ganz wichtiges Anliegen. So ist auch damals die Paulus-Gesellschaft, aus der die Akademie hervorgegründet worden, der Dialog zwischen Christen und Marxisten. Die Marxisten sind mittlerweile verschwunden aus unserem Weltbild, aber sehr vieles Materialistisches ist uns ja geblieben. Und da heute möglicherweise mehr als je zuvor, denn der Gott heutzutage scheint die Ökonomie zu sein und TTIP und so weiter. Da kann man ja, nur kässig werden. Und da ist es mir schon ein wichtiges Anliegen und vor allem auch ein Bewusstsein zu schaffen, was nicht allein von unserer heutigen Medien, Presse und so weiter dominiert ist, so wie auch dieses Fernsehen da, das ja auch Alternativsachen bringt. Und das ist eigentlich auch das Anliegen der Untersberg Akademie in vielfachster Weise, politisch, sozial, medizinisch, aber einfach die Welt im Wandel zu sehen, so wie dieses Thema da auch ist. Gut, die Untersberg Akademie, geben Sie das einfach ein bei Google, geben Sie ein Pfarrer Herbert Schmatzberger und noch einfacher marienheilzentrum.org, dann werden Sie mehr darüber finden. Lieber Herbert, vielen Dank, dass du uns da einen ersten Einblick gegeben hast. Ich hoffe ja immer noch auf dein Buch. Biete mich an, dir ein paar Hilfsdienste zu leisten, damit es dann vorwärts geht. Ja. Ich sage Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, alles Gute von uns. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder mal hineinschauen bei Welt im Wandel, dass Sie immer wieder einmal bei uns hineinschauen, was für Themen wir anbieten. Es sind ja Anregungen dazu, dass Sie in Ihre Eigenermächtigung gelangen, dass Sie sehen, wie viele wunderbare, interessante Menschen um uns herum sind, die uns die Chance bieten, aus unserem Leben immer wieder etwas Neues, etwas Besseres zu machen. Vielen Dank.